Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, Tony Cole. Heute wieder mit einem Gears of War 4 Video, wie es schon im Titel zu erkennen ist, handelt sich wieder um ein Opening-Video. Diesmal ein wenig anders. Es ist nämlich ein zweites Video. Mein erstes Video war ein bisschen, wie sagt man so schön, zu sehr ehrlich, zu sehr deutsch. Aber wird trotzdem veröffentlicht, also so ist es nicht. Hier möchte ich aber euch eine neue Version davon vorstellen, und zwar mit kompletten Review zu allen Items, die es daraus geben tut. Ja. Zu aller Anfang, es handelt sich um die Luchador-Bug. Da sieht man es auch in der Community-Nachricht. Luchador Oscar, der ist der Hauptprotagonist in diesem Paket. Es ist ein Community-Paket, kostet 400 Ingame-Credits oder 99 Cent umgerechnet, wenn man sich's mit Echtgeld einzeln holen möchte. Es ist 6 Tage lang verfügbar, ist wieder mal limitiert. Auch im Text wunderschön zu erkennen. Die 6 Tage, also am Samstag hat es angefangen, sollte bis Freitag verfügbar sein oder bis Donnerstag. Das hängt wohl von Coalition ab, ob da Verlängerungen sind oder wie auch immer, und halt die verschiedenen Ortszeiten. Amerika hat eine andere Zeit wie die deutsche Zeit. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr in der Schule aufgepasst habt. Und ja, deswegen also Donnerstag, Freitag, bis dahin sind die Pakete erhältlich. Sie sollen ein kleiner Bonus sein für das aktuelle E-Sports-Event in Mexiko. Steht auch hier schon im Text drinne. Dabei handelt es sich um die mexikanische Kampfsportart oder Freistil-Kampfart Lucha Libre. Es ist eine abgewandelte Form oder eine andere Form von US-amerikanischen Wrestling. Und ja, wie man hier auf dem Bild sieht, so sehen die Luchadores aus. Luchadore werden die Kämpfer benannt, die Lucha Libre ausführen. Insgesamt gibt es in diesem Paket 3 Charaktere aus den 3 verschiedenen Klassen. Hier sieht man es auch nochmal im Text. Das kann jeder für sich selber dann durchlesen. Muss ich ja jetzt nicht unbedingt noch nachträglich vorlesen. Es werden halt die 3 Klassen beanstandet oder dargestellt. Als Oscar und zusätzlich gibt es auch 14 verschiedene Waffenskins. Auch im Bild schon 2 Waffen zu erkennen. Die dritte ist ja, nicht farblich designt. 14 Stück, wie gesagt, zu jeder Waffe ein Skin. Und ja, ich mache für euch jetzt erstmal das Review und dann packe ich als Bonus nochmal 5 Pakete aus, um euch zu zeigen, wie die Droprate so ist. Ich kann im Vorabfeld schon sagen, dass die Droprate von Emblemen nicht gesenkt wurde, wie es Coalition gesagt hatte. Denn in meinen Paketen, die ich bisher gekauft hatte, waren zu 99% in jedem Paket ein Emblem drin. Finde ich schade. Aber gut, kann man nicht machen. Wie man hier schon sieht, so sieht der Luchadore Anfänger Oscar aus. Ich drehe ihn für euch auch nochmal schön. Diese Karte, dieser Anfänger Oscar, ist eine normale, seltene Karte. Würde, wenn man die doppelt und dreifach hat, wie es in meinem Fall ist. Ich habe diese Figur 23 Mal, würde es 20 Schrott pro Karte dafür geben. Der nächste wäre der Luchador Oscar, das ist eine epische Karte. Wenn man die mehrfach bekommen sollte, würde die 150 Schrott bringen bei Zerstörung. Ich habe sie 5-mal insgesamt bekommen, könnte also 4-mal zerlegen. Den werde ich mal jetzt für euch ausrüsten und auch nochmal schön zeigen. Am besten mit einer Snap in Hand, so. Manfig ist hier eigentlich bloß die Maske verändert worden, also die Farbe von der Maske. Bei der normalen ist sie rot, hier ist sie pink und der Anzug ist komplett mit Trägern versehen. Und zusätzlich hat er natürlich Handschuhe. Ja, das wäre der Luchadore Oscar, der normale.
Und dann kommen wir noch zur dritten Version, dem Champion. Das ist eine Legendärkarte. Also wer die bekommen sollte, kann froh sein. Wie man hier sieht, ich habe ihn bloß zweimal bekommen aus mehreren Paketen. Das ist dann der High-End-Charakter, sage ich jetzt mal, aus diesen Luchadore-Packs. So sieht er aus, mit seinem schönen Gürtel um den Bauch geschnallt, kompletter Anzug, von oben bis unten. Tattoos müssen natürlich weiterhin hervorstrahlen. Die Masken natürlich mit seinen Hörnern und den Irokesenschnitt obendrauf. So, wie man hier auch sieht, ich habe jede Waffe, die es dazu geben, die man da droppen kann. Einmal die Lancer. Die Farbdesigns, muss ich sagen, also Charakter selbst ist Geschmackssache. Ich meine, es sind Wrestler. Haben muss man sie nicht unbedingt in Gears. Für die Sammlung vielleicht schon, aber jetzt persönlich muss jeder selbst entscheiden, ob er sich die Pakete holt. Aber die Waffenskins, kann ich sagen, die sind brauchbar. Die sehen nicht schlecht aus, ist zwar auch Geschmackssache. Ich finde, für weibliche Spieler, Gear-Spieler, sind die Waffen optimal. Und auch zu anderen bisher vorhandenen Skins passen die Waffen perfekt dazu. Das werde ich euch dann noch im nachträglichen Sinne zeigen. Das hier, wie gesagt, ist die Lancer. So schaut sie aus. Die Gnasher sieht dann so aus. Die Snap. Dann haben wir hier die Bolthawk. Die Vollstrecker. Die Hammerburst. Die Marxer. MK1. Die Retro-Lancer. Die Overkill. Die Ember. Dropshot. Boomshot. Die Longshot. Und der Arkham-Bogen. So, dann kommen wir jetzt zu dem, was ich gerade angesprochen habe. Die Waffen passen natürlich zu den Luchador-Charakteren, ist selbstverständlich. Wozu die aber auch passen, ist zum Beispiel zu den Totentagscharakteren. Hier als Beispiel zu einer mir noch nicht vorhandenen Totentag Reyna. Passt wunderbar, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt die Lancer betrachte, beim Oscar sieht es auch perfekt aus. Bei Kate natürlich auch. Die kann ich so reinmachen. Wenn man hier im Vergleich sieht mit den Waffen. Bei farblich gesehen passt es eigentlich sehr gut dazu. Da kann man nicht meckern. Ist was anderes als nur die ganz komplett pinken Totentagswaffen. Hier hat man wenigstens noch ein bisschen passend zur Ausrüstung. Bunte Farben drin, gelb ist dabei, blau ist dabei. Passt also wunderbar. Die Farbbombencharakter, gut, wäre ein bisschen zu viel Farbe. Beim JD und Dell als Totentag ist es wohl ein bisschen, wie soll man sagen, unpassend. Wie man ja sieht, JD ist grünlich angehaucht und dann so eine pinke mit gelb versehene Waffe. Okay. Passt also eher bloß zum Oscar, der Rainer und zur Kate. Beim Dell ist es ähnlich. Da muss ich gerade mal, wo ist er denn? Da. Passt es auch nicht ganz. Man sieht hier schon, Dell ist Gold gehalten. Da passt die Waffe wieder nicht ganz so. Wo es aber noch passend tut, ist bei der Diernachten Kate. Da passt es auch wunderschön dazu. Zumindest was die Farben angeht. Ist zwar natürlich auch für too much, aber es ist stimmig. Und wie gesagt, für weibliche Gearspieler haben sie so ihre Freude, ihre Farbenfroheit. Das Pinke ist immer dabei, Hello Kitty und so weiter. Aber natürlich passt es auch zu normalen weiblichen Charakteren. Wie zum Beispiel ihr hier. Es sieht gut aus, es ist nicht verkehrt.
Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, also zumindest was die Waffen sich jetzt angeht, wie gesagt, für die weiblichen Spieler gedacht. Für die männlichen, man hat schon im Forum einige Kommentare gelesen, ist es wohl eher nicht so geeignet. Gerade auch die Charaktere. Das muss aber, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Jeder hat anderen Geschmack. Der eine mag zum Beispiel die Zombie-Charaktere, der nächste, dem geht das Hirnwasser auf den Sack. Da kann man nichts ändern. Das ist wie beim Musikgeschmack, Filmgeschmack. Wäre auch zu schön, wenn jedem alles gefallen würde. So, dann kommen wir auch zum Emblem. Wenn ich es dann finde, da haben wir es. 23 Mal hatte ich es dabei gehabt. Und links seht ihr, wie es dann aussieht. Hier natürlich auch mit dem Gamertag, wie es in der Spielliste angezeigt wird. Die Luchador-Maske. So, das war also das Review zu den ganzen Waffen, wie es aussieht. Jetzt werde ich für euch noch als kleinen Bonus 5 Pakete kaufen, wenn es denn vom Geld passt. So sehen übrigens die Packs aus. Drei Karten sind vertreten. Das im Vorfeld für 4 Credits bzw. 99 Cent umgerechnet. Wir kaufen jetzt aber mal 5 Stück. So, die Box ist auch passend zum Event. Im Pink gehalten mit der Luchadore-Maske oben drauf. Sieht gut aus. Also ist mir passend fürs Event. Und schauen wir da einfach mal rein. Drei Kartenslots sind zu bieten. Eine Karte ist reserviert für Bounties. Zwei Karten jeweils für das Event, für die Luchadore. Meistens aber ein Emblem vertreten, wie es in diesem Fall sein wird. Jawohl, da haben wir das Emblem. Wenn das Emblem mal nicht dabei sein sollte, bekommt man entweder einen Charakter oder Waffenskin. Aber wie schon zu Beginn erwähnt, zu 99% wird ein Emblem dabei sein. Und ansonsten ist hier ein Bounty-Slot oder ein Horde-Slot für die Horde-Klassenfähigkeit. So, hier haben wir noch die Ember bekommen. Ich, wie gesagt, ihr habt es gesehen, habe schon alle Waffen. Ich mache jetzt bloß das Opening für euch als Bonus. Wer ein komplettes Opening sehen möchte, muss das andere Video einschalten. Da habe ich, glaube, 18 Pakete geöffnet. Droprate, wie gesagt, nicht so berauschend. Merkt man auch in meiner Stimmung. Aber gut, dafür jetzt hier halt nochmal das Review-Video. Hier ist wieder ein Emblem vertreten. Man erkennt schon, wenn man zwei grüne Karten dabei hat. Jawohl. Nochmal ein Horde-Kärtchen. Oben drauf gibt es noch die Vollstrecker. Und wieder zwei grüne, wieder ein Emblem dabei. Die Retro-Lancer. Also man sieht schon drei Pakete, drei Embleme. So viel zum Thema Droprate für Embleme wurde gesenkt, weil viele sich beschwert haben, dass die Embleme überhand nehmen. Gerade weil es den Slot für zusätzliche Items aus diesem Event ja, blockiert. Anders war es beim Gold Onyx Packs, da gab es das Emblem als Bonus um drauf. Da waren drei Slots reserviert für die Gold Onyx Pakete, Skins. Und das Emblem war zusätzlich. Da war es dann also nicht so dramatisch, wenn ein Emblem in jedem Paket dabei war. Es gehörte dazu. Es hat nicht blockiert. Wenn es dabei war, okay. Wenn es nicht dabei war, hat man einen Ersatz bekommen aus den normalen Kartensets. Hier sind es aber zwei Slots, wo jeweils immer ein Slot meistens blockiert wird durch diese Embleme, was sehr, sehr schade ist, da es bloß drei Slots in jedem Paket gibt. Hier haben wir wieder Emblem dabei, hundertprozentig. So sieht's aus. Die Dropshot ist aber auch noch vertreten. Und da haben wir auch das letzte Paket. Wenn mich nicht alles täuscht, ist wieder ein Emblem vertreten. Ja, so sieht's aus. Fünf Pakete, fünf Embleme und ein Charakter. Den Anfänger-Oscar. Ja, wie ihr seht, die Droprate ist also nicht so berauschend. Aber ist halt auf eine andere Art und Weise leicht verdienter Schrott. Also für Spieler, die sowieso en masse Credits haben.
oder zumindest nicht mehr anders brauchen und nicht wissen, was sie da mit den Credits anstellen sollen, ist es eine gute Gelegenheit, wirklich Schrott zu sammeln. Denn es soll zukünftig sicherlich noch mehr Charaktere und Waffenskins geben, die man nur mit Schrott herstellen kann. Also kann man hier schon mal seinen Schrott bunkern. Ist also nicht ganz verkehrt, wenn man bedenkt, dass es bis 4 Upgrades kostet. Und ja. Das waren also das Opening. 5 Pakete, 5-mal Embleme, 5 Waffen, ein Charakter. Ne, 4 Waffen, ein Charakter, so rum. Hier sieht man es nochmal. Der wurde einmal mehr. Die anderen zwei nicht. Die Vollstrecker ist einmal mehr geworden. Die Retro-Lens einmal mehr. Die Ember. Und die Dropshot. 4 Waffenskins, ein Charakter, 5 Embleme. Keine sonderlich gute Bilanz, aber wie ihr seht, ich war vorbereitet. Ich habe für euch trotzdem alle Waffen, die ihr sammelt. Könnt ihr euch vorzeigen. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr euch die Pakete zulegt, ob euch die Credits oder echtes Geld wert ist dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ruhig ein Follow und ein Abo da. Schaut doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder für euch irgendwas streame. Wahrscheinlich wieder Gears of War 4. Können aber auch andere Spiele sein, wie XCOM, Batman, Resident Evil. Ich habe vieles im Petto. Halo Wars 2 steht auch vor der Tür. Vielleicht klappt das auch da noch. Wie gesagt, wenn ihr ein Abo oder ein Follow da lasst, könnt ihr immer wieder benachrichtigt werden für neue Streams, neue Videos. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Kommentare dürft ihr auch gerne drunter unter dem Video schreiben. Aber achtet bitte auf eure Wortwahl und denkt dran, das Video ist hier bloß ein Review. Macht keine Beschwerde für TC, für The Coalition, denn mit denen habe ich nicht am Hut, um das so kurz wie möglich zu fassen. Wie gesagt, ich bin's, euer Hörne Kohl. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.